Man kann nicht nur irgendwelche Probleme, die man im Staat hat, abschaffen auf die Bürger und sagen, hier komm, das wird erhöht, das wird erhöht, das wird erhöht. Die Kernforderung ist ganz einfach, dass sich die Politik so ändert, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft für die Zukunft. Genug ist genug, finden die rund 1500 Demonstranten, die am Montag mit ihren Fahrzeugen von der Hessenhalle durch die Alsfelder Innenstadt ziehen. Kritik gab es im Voraus etwa vom Bauernverband, der sich ganz klar von diesem Zug distanzierte. Der Bauernverband, der kocht sein eigenes Süppchen. Wir brauchen keinen Bauernverband, weil wir sagen uns, diese Sache, die betrifft ja nicht nur den Bauernverband. Und da hängen viele Handwerksbetriebe, viele kleine mittelständische Unternehmen da dran. Und was da für Schicksale dann auch noch mit hinten dran hängen. Und genau dieses Problem, das wollten wir aufrütteln und wollten zeigen, dass es so nicht weitergeht. Der Bauernverband, der hat das ja auch in der Presse und so weiter ganz gewaltig so ausgenutzt, um gegen diese Veranstaltung hier vorzugehen. Und die Veranstaltung halt auch, wie Sie schon sagten, ins rechte Licht zu setzen. Doch war es wirklich die Kritik des Bauernverbands, die diese Demo in den rechten Kontext gesetzt hat? Im Gespräch mit Osthessen News zweifelt Steher den menschengemachten Klimawandel an, stellt Fragen wie, was ist denn überhaupt ein Nazi? Auf Plakaten stehen teils Kampfsprüche wie, wir sind das Volk oder, ob geimpft oder nicht, verarscht haben sie uns alle. Eine Distanzierung durch die Verantwortlichen? Fehlanzeige. Nicht jeder auf der Demo vertritt so extreme Auffassungen. Viele üben fundierte Kritik, auch sie finden harte Worte. Wenn das Agrardiesel gestrichen wird, das ist für einige Betriebe, wie auch für mich, wahrscheinlich ziemlich das Ende. Wir müssen uns irgendwie arrangieren, dass wir halt noch sozusagen unser Volk ernähren können irgendwie. Aber es wird immer schwieriger. Mich bewegt es hierher zum einen, ich habe Verwandtschaft in der Landwirtschaft. Da kriegt man halt eh mit, wie es mit den Landwirten schon die ganze Zeit abläuft. Und allgemein, die Regierung ist halt nicht das, was das ganze Volk will, wenn man sich anguckt, Bildungssystem, Rentensystem, Gesundheitssystem. Und dagegen streiken wir halt auch mit. Auch allgemein die Regierung, dass sie einfach mehr fürs Volk sind und auf das Volk hören. Weil wir alle haben hier das Gefühl, man arbeitet nur noch, um Steuer zu bezahlen, damit die Diäten immer höher werden. Und ansonsten wird man im Stich gelassen. Aber man muss ja auch bedenken, wenn wir jetzt unsere Landwirtschaft weiter kaputt machen, wird immer mehr importiert. Und das macht ja noch mehr CO2 und fördert den Klimawandel noch schneller. Ich freue mich drauf, dass die Landwirte das machen, dass sich auch viele angeschlossen haben. Und es sind auch viele private Leute auch hier, denen das auch nicht so zusagt. Also ich meine, Klima, wir sehen alle, was passiert, die Hochwasser und das ist es schon. Ich bin auch für Klimaschutz, aber es kann nicht sein, dass man dann so hart hergeht. Man verspricht das Klimageld, was auf einmal gar keine Rede mehr ist. Klar ist, viele sind frustriert. Manche haben Angst. Manche sind schlicht wütend. Sie wollen gehört werden. Antworten der Politik gilt es abzuwarten. Erste Zugeständnisse wurden bereits gemacht. Osthessen News. Sehen, was bewegt.